Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Let's Go Pikachu. Es ist meine sehr wahrscheinlich vorletzte Folge, also wenn es euch heute nochmal gefällt, gerne ein Like da lassen, gerne kommentieren und wir gehen auf dem Weg jetzt zum Vertaniawald, denn da soll es angeblich eine Meistertrainerin mit einem Pikachu geben und die wollen wir herausfordern und dann machen wir die Rematches mit den ganzen Arena-Leitern und das ist dann in zwei Parts aufgeteilt und dann ist es vorbei. Und dann ist es vorbei, genau. Dann kann ich hier nichts mehr machen, dann habe ich euch alles gezeigt. Und ja, gegen die Liga kämpfen wir jetzt nicht nochmal, weil das wird sehr wahrscheinlich langweilig. So, müssen wir diese nur finden. Hallo Lady, wo bist du? Mit dem Pikachu. Irgendwo versteckt soll die hier sein. Hat der eine Junge mir gesagt. Damals. In der letzten Folge, wo wir mit Mewtwo sehr gefailt haben. Wir können hier durchs Gras laufen, wir dürfen noch keinen Pokémon übersehen. Irgendwo am Ende wird sie ja wahrscheinlich sein, ne? Und da ist sie. Da. Mal gucken, was da passiert. Ich bin eine Pikachu-Meisterin. Ich will das allerbeste Pikachu in ganz Kanto trainieren. Wenn du gegen mich antreten möchtest, dann setz ganz einfach dein Pikachu nach. Oben links in deiner Teamliste. Aha, okay. Teams. Man muss ja das Pokémon noch vorne im Team haben. Okay, alles klar. Danach kommt Gyarados nach vorne. Und vielleicht kommt in dieser Folge ja auch noch die Dragoran-Entwicklung. Hast du etwa ein Pikachu? Das sieht aber stark aus. Sag mal, hättest du Lust auf einen Kampf gegen mein Pikachu? Ja. Welches Pikachu ist das stärkste? Jetzt kommt der Entscheidungskampf. Ich hoffe natürlich, wir verlieren nicht, aber sehr wahrscheinlich werden wir hart verlieren, weil die halt besser trainiert sind, laut den Entwicklern am Anfang. Oder den, irgendjemand hat es halt am Anfang geschrieben, ne? Von den Leuten, die das Spiel beurteilt haben, ich weiß es nicht mehr ganz genau, am Anfang war es ja so, ja, es ist mega krass, es ist Level 75, ich habe keine Chance. Aber ich bin ja clever, ich mache eine Attacke, die nichts an Schaden macht. Ah, Volltreffer, Reflektor. Das ist das Problem, wir können hier nichts machen. Wir können zwar hier, aber guckt, hier, Doppelkick, macht auch nicht genug Schaden. Sehr wahrscheinlich, aber wir sind schneller, wieso sind wir schneller? Was macht er noch weniger Schaden, oh Gott. Und der kann Slam, das ist natürlich ekelhaft. Ja, wir sind geliefert, das war ja klar, dass wir verlieren. Ich wollte es euch nur zeigen und die Attacke fehlt. Kann ich auch Items einsetzen, aber ich glaube, das macht keinen Sinn, weil die Items, die würden ja eh nur sonst irgendwas machen. Dass ich eh nur wieder ein bisschen Zeit gewinne. Ja, ihr seht es ja hier mega schlecht. Ja, verloren. Das war irgendwie klar. Och, Manno. Hey, ich wusste doch, dass mein Pikachu das stärkste von allen ist. Ja, super. Das heißt, wir gehen uns heilen, machen Rocco, Misty, wir fliegen aber dann dahin. Und ich bin gerade hier voll in einen Saftkorn gelaufen. Und nein, ich fange das jetzt nicht, weil ich jetzt keinen Bock habe auf einen Level 6er Saftkorn. So. Ja, und ich weiß, ich habe schon wieder Saftkorn gesagt. Und da habe ich auch irgendwas übersehen. Ein Raupi. Wow. So. Mirapla, Taubsi, alles da, was wir nicht wollen. Gut, dann gucken wir mal. Ich müsste eigentlich, sonst ist die Folge umsonst, nur kurz cutten, wenn das jetzt nicht funktioniert. Normalerweise müsste ich ja die ganzen Arenaleiter jetzt nochmal herausfallen können nach der Liga. Ich mache nur kurz das Gyarados nach vorne. Und danach hat Pikachu ja seinen Auftritt. Aber ich glaube nicht, dass wir es danach nochmal hinkriegen. So. Wir heilen trotzdem mal Pikachu zur Sicherheit. Genau, überall sind diese Meistertrainer jetzt verstreut, aber das ist einfach Bullshit, das zu machen. Da haben die Entwickler nicht drüber nachgedacht. Weil du musst halt alle Bullshit-Pokémon voll gut trainieren und nicht entwickeln. Das ist halt blöd. Wer trainiert schon freiwillig einen Raupi als Beispiel jetzt mal auf Level, keine Ahnung, ich sag mal 100, um dann nur einmal einen Kampf damit zu machen und dann zu gewinnen. Ich meine, Pikachu ist okay, weil man es eh hier trainiert. Aber man sollte es halt dann bessere Attacken geben. Aber dass das so krass war, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Wir machen 4-4. Ich hoffe, das passt so von der Länge von der Folge heute. Weil ich jetzt immer so ein Kampf geht so 5 Minuten. 5 bis 8 Minuten, je nachdem, wie lange es dauert. Gucken wir mal überhaupt, ob der bereit ist zum Rückkampf. Du hast dich ganz schön gemacht seit unserer ersten Begegnung. Jetzt, wo du die Puppenliga besungen hast, habe ich eine Bitte an dich. Es ist Arena dein Gestatter, den Champ zu einem Kampf herauszufordern. Würdest du noch einmal gegen mich antreten? Ich will dir zeigen, was wirklich in mir steckt. Ja, okay, es funktioniert. Das heißt, Rocco, Misty, Major Bob und Erika. Heute und im nächsten Part die anderen und dann ist das meine letzte Folge. Die wird heute halt, wie gesagt, eventuell ein bisschen länger, weil wir ja noch vorher den Meistertrainerin mit Pikachu gemacht haben. So. Und kann jetzt Gyarados mal zeigen, was es drauf hat. Und die sind irgendwie schwächer, okay. Wir hätten vielleicht vorher die Trainer und Arena-Leiter besiegen sollen, um noch ein bisschen zu leveln, damit wir Mewtwo fangen können. Aber ich mache es halt nicht nochmal. Weil, ja, ich will ja nicht unnötig noch irgendwelche Folgen raushauen, die unnötig sind. Nur als kleiner Schmankerl am Rande. Ich nehme es jetzt auf. Ich habe mir heute vor der Aufnahme sozusagen Schwert und Schild vorbestellt. Das heißt, da kommt dann am 15.11. kommt das ja raus. Das ist ja der Freitag. Schwert und Schild. Dann werden ab da, ich hoffe, das klappt so, dass ich dann sogar noch Freitag irgendwann abends eine Folge raushaue, meine erste, wenn es dann rechtzeitig da ist von der, ja, von der Lieferung her, dass es passt, dass es pünktlich rauskommt und dass ich halt dann noch nach der Arbeit Zeit habe, das aufzunehmen. Schnell. Ich hoffe, es klappt, so wie ich das vorstelle. Das ist natürlich schlecht, gerade hier. Weil Kaputops macht hier gerade schon ein bisschen Probleme, weil ich halt keine sehr effektiven Attacken dagegen habe. Im Moment, aber es regelt schon, es regelt Steinhagel. Ich will nicht, dass Gyarados besiegt wird. Dein Ernst? Ja, dann machen wir es mit Eis-Pokémon weiter, weil Eis ist ja auch gegen Boden sehr effektiv. Es klappt irgendwie nicht so. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, okay, ich habe auch nicht wirklich ordentlich vernünftig trainiert. Ich werde auf jeden Fall versuchen, ein Schwert und Schild darauf zu achten, dass ich mich stark genug trainiere. Ja, das ist wegen der verdammten Gesteins-Wasser-Kombination, glaube ich, nicht so effektiv. Wir müssen mal gucken, weil normalerweise gegen Boden ist es doch sehr effektiv, wenn ich mich gar nicht vertue, Eisattacken. So, wir werden es aber im nächsten Kampf sehen. Ansonsten müssen wir halt Gyarados wiederbeleben. So. Amoroso, ja Gott. Mann. Es ist nervig. Okay, und die 5 Minuten ungefähr, die passen ungefähr, wie ich das einkalkuliert habe. Dann noch ein bisschen Fliegen quatschen. Und was hast du noch? Er hat halt Amoroso. Das ist halt schon. Da kannst du halt nicht mit dem Wasser-Pokémon durchraschen. Das ist schon interessant. Und dann gucken wir mal, was du noch hast. Was müsstest du noch haben? Oh Gott, das war natürlich. Schlecht ist sehr effektiv, aber macht nicht genug Schaden. Und jetzt kommt bestimmt Reflektor. Ihr könnt aber mit Pikachu dann beim letzten Pokémon drin bleiben, weil der Doppelkick auch sehr effektiv ist. Also von daher, ich überlege nur gerade, was sein nächstes Pokémon sein könnte. Ne? Weiter so, Pikachu, sehr gut. Das nächste Pokémon könnte sein. Wir sehen es jetzt gleich, ich bin mir nicht unsicher. Aerodactyl. Alles klar. Riskieren wir es einmal Donner zu machen. Ja, wir riskieren es einmal. Donner, los. Ja, es trifft zum Glück. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe halt immer Sorge, Donner einzusetzen, weil Donner ist halt mega krass. Ihr seht es ja. Ein Schlag besiegt. Und ich wusste eigentlich, dass er Aerodactyl haben könnte. Okay. Wir haben es erhalten. So. Und dann haben wir den Rocco besiegt. Du gewinnst ganz viel Geld und dann sagt er mir folgendes. Mein Traum, Pokémon-Sicher zu werden, muss ich wohl etwas zurückstellen. Jetzt wollte ich erstmal härter trainieren, sollte, um nächstes Mal gegen dich zu gewinnen. Es wäre mir eine Ehre, wenn du jeden Tag gegen mich antreten würdest. Ja. Tja, Leute, das sind die Arena-Leute. Die wollen jeden Tag gegen dich kämpfen. Aber das könnt ihr vergessen. Weil, keine Ahnung, weil ihr es vergessen könnt. Ja, mein Team ist ein bisschen
angeschlagen. Und ihr seht's ja hier, Dragonair hat gar kein Level abbekommen, obwohl wir ja gegen viele Pokémon gekämpft haben. Pikachu nicht traurig gucken. Ich bin aber nicht erschöpft. Ich will aber jetzt erstmal fliegen. Ja, wir fliegen jetzt. Freu dich. Azuria City, jo. Und dann schauen wir mal. Machen wir dann in der nächsten Folge, machen wir dann den Koga. Und dann Sabrina, Pyro und Giovanni. Weil doch sehr wahrscheinlich müsste doch Giovanni trotzdem, obwohl er weggegangen ist, sich nochmal herausfordern lassen. Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Also erfahren wir bei der nächsten, der wahrscheinlich letzten Folge. Aber wie gesagt am Anfang, wenn euch das hier nochmal gefällt, lasst gerne ein Like da. Dürft gerne kommentieren, wie euch dieses Projekt gefallen hat, auch wenn ich mega lange gebraucht habe und das einfach mega in die Länge gezogen habe. Aber das werde ich bei Schwert und Schild nicht machen. Da versuche ich dann so schnell es möglich alle passenden Folgen rauszubringen. Ich muss mir gerade überlegen, wo ich hinlaufe. Ich war gerade mich voll am Verlaufen, weil ich gerade voll in die falsche Richtung gelaufen bin, weil die Arena ist ja bekanntlicherweise da oben. Und ich laufe in die komplett falsche Richtung, weil ich Bullshit mache gerade. Ja, man merkt es mir nicht an. Ich laufe in die falsche Richtung und habe es nicht gemerkt. So. Misty. Bereit für den Rückkampf? Ich habe die Gerüchte schon gehört. Man sagt, dass du und dieser Junge Team Rocket erledigt haben, die euch in einem Kampf um den Titel des Champs geliefert habt. Erlegt habt und ihr euch einen Kampf um den Titel des Champs geliefert habt. Ach so. Oh Mann, kannst kaum erwarten, noch einmal mit dir zu kämpfen, jetzt wo du so stark geworden bist. Ein Nein akzeptiere ich nicht. Hörst du? Ich will ja auch kämpfen, Misty, aber ja. Ich will ja kämpfen, aber mal schauen, wie es wird. Und hier kommt Enteron. Ich hoffe, Brezel-Turbo-Reich, ansonsten muss ich halt Donner machen und hoffen, dass es nicht daneben geht. Sie hat natürlich auch wieder 5 Pokémon. Sie hat Enteron. Es ist halt wegen Enteron die Weiterentwicklung. Sie hat sehr wahrscheinlich, ich weiß es nicht, Starmie. Dann hat sie Gold King. Und Siedewasser trifft halt mega hart. Was hat sie noch? Yugong. Und vielleicht Austoss. Ich habe keinen Plan, was sie noch für Pokémon hat. Wir sehen es ja. Ich sehe es ja dann, Leute. So. Und dann haben wir dann Folgendes. Mal gucken, ob ich mit meiner Theorie richtig liege. Ne, wir haben einen Gyarados hier. Okay. Wieso hat den Gyarados? Hatte sie im Anime in Gyarados? Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es gibt, vielleicht gibt es ja Anime-Experten unter euch. Dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Aber ich glaube schon, sie hatte einen Gyarados. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber wie gesagt, ihr könnt mich ja gerne in den Kommentaren korrigieren. Und da ist ein neues Level für Glurak. Sehr gut. Ja, Starmie war ja klar, dass das kommt. Das ist mir bewusst. Wir probieren jetzt mal den Donner und hoffen, dass es klappt und dass wir das treffen. Und dann gucken wir mal weiter, dass wir den nächsten Pokémon besiegt bekommen. Es sind nur noch 2. Misty geht auf jeden Fall schneller als die anderen beiden. Anderen beiden sage ich schon. Level 43, 53 für Dragonair. Aquana hat sie, okay. Ich meinte der andere als Rocco. Andere beiden. Ja, schon klar. So ein dummer Versprecher. Das heißt, ich habe mich ein bisschen mit dem Pokémon ein bisschen spektakuliert. Und hier seht ihr schon, das war natürlich mega bescheuert. Weil jetzt ist Donner daneben gegangen. Ich muss die Hydro-Pumpe einstecken und bin tot. Beziehungsweise besiegt und muss dann jetzt auf Dragonair wechseln. Ich weiß zwar nicht, ob der irgendwas Gutes kann, der kann Donnerwelle. Aber du darfst jetzt kämpfen und dann gucken wir mal, ob ich mit Gold King noch recht habe als letztes Pokémon. Wir könnten das hier machen: Drachenroute wechseln und dann auf Gyarados gehen. Oh nein, Blizzard ist sehr effektiv. Oh, es hat überlebt, okay. Also kann ich wechseln, Schaden machen. Ah nee, das Pokémon wechselt. Ach so. Yugong hatte kein Gold King, okay. Wir nehmen einfach Gyarados, weil.
Was will ich machen? Ich kann halt nicht mit Dragonier angreifen. Er soll noch die Erfahrungspunkte bekommen. Es soll sich ja noch in dieser Folge zu einem Dragoran entwickeln. Deswegen gucken wir mal. Das ist okay. Kaskade, Wutanfall. Ja, Wutanfall. Das bringt halt nichts. Das ist jetzt doch ein schnellerer und schnellerer Kampf. Ein längerer und schwererer Kampf als erwartet. Deswegen, wir müssen mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ja, es ist halt blöd, dass Pikachu jetzt besiegt ist. Ich sollte es eventuell mal wiederbeleben, wenn ich könnte. Ja, und dann gleich ist Wutanfall wieder in Ordnung. Es erschöpft vor Verwirrung. Dann beleben wir mal schnell unser Pikachu. Ja, wir haben ja 14 Beleber. Ja. Dann sind die Rematches gegen die Arena halt doch ein Ticken schwieriger als gedacht. Ich dachte, ich rushe da einfach jetzt durch. So. Wutanfall. Ich weiß, du kannst dich selbst verletzen und der macht Maissplitter. Und das ist nicht effektiv. Aber okay. Ja, komm. Besieg dich selbst, Garados. Ja, come on. Eissplitter. Echt blöd. Ja, ich weiß, dass du verzweifelst, aber mach doch einfach Wutanfall und dann wechseln wir. Und dann kommt noch mal Pikachu gegen Aquana. Und dann läuft das schon hoffentlich. Und wir machen diesmal Britzelturbo und nicht Donner, weil ich habe keinen Bock, dass es daneben geht. Pokémon wechseln und ja, dann kriegt Pikachu und Dragonier die Erfahrung. Ah, nee, doch, ja, doch, die teilen sich trotzdem die Erfahrung, aber trotzdem kriegen ja alle im Team die Erfahrung, weil wir sozusagen immer einen EP-Talan haben. Und ja, ihr wisst aber, was ich meine. Ich wollte euch das so sagen. So, wir werden sehr wahrscheinlich dann, werden wir jetzt nicht den besiegen, wieder sterben. Und dann müssen wir wieder Gyarados einwechseln. Aber Pikachu hat es nicht geschafft. Es lebt mit, glaube ich, einer KP oder so. Hydro-Pumpe ging daneben. Nein. Ah, leck mich doch. Aquana. Mich macht dann doch. Dann lieber das Alola Sander und gehe auf Nummer safe mit dem, ja, mit dem Eissplitter. Und das Kuriose ist ja, Rizeros haben wir gar nicht mehr zum Kampf gesehen. Und deswegen hat das Alola Sandama es überholt. Und ja, ich würde aber jetzt im nächsten Kampf natürlich unseren guten Kollegen einsetzen. Unseren Rizeros wegen Major Bob. Deswegen, so, besiegt. Arena der Misty wurde besiegt und sie sagt: Ich bin immer mit meiner Strategie ganz schön baden gegangen. Ich bin mit meiner Strategie ganz schön baden gegangen, genau. Gewinnst wieder das gleiche Geld wie gegen Rocco. Das heißt, die werden alle das gleiche Geld geben. Und dann, ich habe verloren. Ich gehe lieber ein bisschen schwimmen, um auf andere Gedanken zu kommen. Nächstes Mal verliere ich ganz bestimmt nicht. Ja, interessante Kiste. So. Und dann ist Major Bob dran. Und dann kommt noch Erika. Und dann machen wir die anderen in den nächsten Part. Genau. Aber erstmal schön heilen gehen. Und dann Rizeros. Aber wir machen es jetzt am besten gleich, sonst vergesse ich das wieder. Nach vorne im Team packen. Es ist halt nur Level 55. Also nichts Krasses. Ihr seht es ja hier: Dragonier braucht noch zwei Level. Entweder entwickelt sich es dann in meinem letzten Part oder es entwickelt sich heute noch. Aber ich vermute eher im nächsten Part. Weil es ja heute nicht so viele Erfahrungspunkte mehr hat. Es sind nur zwei Kämpfe. Es kann eventuell noch 54 kommen, aber mehr auch nicht, denke ich mal. So. Außer die geben richtig krass Erfahrungspunkte, die Pokémon von Major Bob, aber das bezweifle ich mal stark. Das bezweifle ich stark. Wieder mit Pikachu spielen und dann können wir wieder den Himmelsritt machen und Pikachu an. Ahmt den Arena davon nach. Alles klar, es ist ein Rocco. Du bist doch bescheuert, Pikachu. Himmelsritt. So. Safronia. Orania City. Genau. Major Bob. Ich lasse dir keine Chance. Ich lasse dir keine Chance. Du wirst jetzt hoffentlich gegen mich total ablosen. Eporenta-Trainer. Wow. Gut, dass wir hier jetzt klicken können und nicht wieder in den Beutel müssen. Das ist natürlich mit Fliegen halt blöd, dass man immer wieder sowas machen muss. Aber so ist das nun mal.
Und jetzt kommt Major Bob. Okay, der wird so knapp ein bisschen überzogen, eventuell. Weil wir noch mit Erika machen wollen. Aber wir hätten es geschafft in der Länge, die ich mir vorgestellt hätte, wenn wir die Pikachu-Meister-Trainerin nicht gemacht hätten. Stillgestanden, Rekrut. Reife Leistung für einen Windelpupser wie dich. Es bis in die Puppenliga geschafft zu haben. Lass mich raten, da waren einige taktische Schachzüge mit Elektro-Pokémon im Spiel. Ob man siegreich aus dem Kampf hervorgeht, hängt allein davon ab, gut man die Pokémon seines Gegners kennt. Jetzt will ich deine kennenlernen. Bälle zu zücken, das ist ein Befehl. Alles klar. Okay. Dann, Major Bob, zeig mir deine schönen 5 Pokémon. Du hast natürlich einen Raichu, Elektroball, Blitzer eventuell. Gute Frage, was hast du noch? Ich habe keinen Plan. Was du noch haben könntest. Magneton, genau, Magneton. Wir machen Erdbeben. Ich habe ein Erdbeben gerade. Guck mal, wie lange ich nicht mehr gespielt habe. Explosion. Und deswegen weiß ich nicht mal, dass ich dem Erdbeben beigebracht habe. Und Explosion war so heftig und macht so wenig Schaden. Wow. Und wir sind halt so langsam. Das ist natürlich schon eine Nummer belastend gerade. Raichu, ja, das war ja klar. Das war ja schon. Vielleicht geht das auch hier schneller. Dann sind wir noch in der optimalen Länge. Weil das war jetzt kein wirklich langer zäher Kampf. Und gegen Erika sollte eigentlich auch das gute Glurak regeln. Und hier hatten wir Glück, dass Eisenschweif nicht getroffen hat. Das wäre nämlich eine sehr effektive Attacke gewesen. So, Raichu wurde besiegt. Dann kommt Sandrama auf ein neues Level, warum auch immer. Ja, da ist Magneton, das ist natürlich doppelt effektiv. Und es kann in dieser Generation definitiv keine, also in diesem Spiel, keine Schwebe. Das wäre natürlich nervig gewesen, hätte ich das nämlich nicht mit den Attacken angreifen können, aber es macht Lichtkanonen, das ist ekelhaft, dass die Stahlattacken können. Aber wir können ja auf Glurak wechseln. Kurz auf Glurak wechseln. Ich will aber trotzdem den Beleber auf das raufhauen. Ich denke mal, wir überleben das. Wir machen erstmal Flammenwurf. Ich weiß noch nicht, welche sich zum Drachen entwickelt, also von daher wünsche mir Glück, dass ich das richtig angeklickt habe. Aber eins von beiden wird noch zum Typ Drachen zusätzlich. Deswegen, ich glaube, das war das hier, ne? So, Flammenwurf müsste eigentlich hoffentlich ausreichen, genau. Und dann machen wir den Beleber oder bleiben wir drin mit Glurak und machen mit Glurak jetzt weiter. Rizeros ist halt durch die Sternattacke halt besiegt worden und Lichtkanone ist viel zu krass. Komm, wir probieren mal unser Glück. Und probieren es mal mit Flammenwurf gegen Blitzer. Ja, genau. Das heißt, ich habe Blitzer, Raichu, Elektroball, Magneton predicted. Und das letzte Pokémon, was gibt es noch für Elektro-Pokémon? Electek, sehr wahrscheinlich, oder? Frag mich auch was Leichteres. Ich sollte doch den Beleber einsetzen, weil Glurak wird von uns gehen. Damit wir wieder mit dem Pokémon angreifen können mit Rizeros. Genau, wir opfern jetzt unseren Kameraden Glurak, dann dauert es doch ein bisschen länger. Na, die Folge wird doch knapp ein bisschen länger als erwünscht. Donner, ist klar. Glurak wurde besiegt. Ja, mal gucken. Aber ich denke mal, das macht jetzt nichts, wenn die Folge ein paar Minütchen länger geht als die anderen Folgen. Weil wir wollen jetzt nämlich noch kurz zu Ende machen, damit wir hier 4-4 haben. Und ich habe euch einmal einen Kampf gegen Meistertrainer gezeigt. Also von daher passt das schon so. Jetzt Erdbeben, Spukball macht, glaube ich, nicht so viel Schaden. Und warum kann sein Blitzer Spukball? Oh Gott. Ja, fängt an zu verzweifeln. Ich merke es schon. So, aber wir sind auf einem guten Weg. Denn ihr seht es jetzt hier gleich. Wir haben nur ein Pokémon von unserer Nase. Und das ist, ja, es war ein Elektrik. Ich habe es irgendwie richtig prädiktiert. Aber es kann halt Durchbruch. Sehr wahrscheinlich ist auch wieder sehr effektiv. Ja, das ist so ekelhaft, gegen die zu kämpfen, weil die sich halt. Nee, aber das kann Eishieb. Das ist auch okay, dann bin ich auch tot. Ja, morgen. Wir probieren mal mit Dragonier zu kämpfen, ansonsten müssen wir halt auswechseln. Wenn wir Wutanfall machen, können wir sterben. Das war dumm, es war dumm. Es kann doch eine Eisattacke. Bin ich bescheuert? Warum wechsle ich auch auf das? Ja, dann wechsle ich auf ein Eis-Pokémon. Ja, ich habe mich drüber nachgedacht. Ich dachte, Dragonier regelt. Aber er kann ja halt einen Eisattack. Das ist sehr effektiv.
Was war natürlich blöd, weil ich dachte, er kann halt Elektroattacken ein bisschen abfangen. Das darfst du natürlich gerne machen auf ein Eis-Pokémon. Ja, wir haben nichts Starkes. Alola Sandern ist halt irgendwie bescheuert. Ich hätte gerne Alola Vulnona genommen. Oder hätte ich nehmen sollen. Und da war auch dumm, das zu nehmen, weil ich nicht darüber nachgedacht habe, dass der Durchbruch kann. Aber ich habe es eben noch gesagt. Ja, das ist gerade hier total bescheuert. Ich hätte einfach mal nichts was wiederbeleben sollen. Aber nein, der feine Herr ist sich zu fein. Aber wir schaffen es nicht, weil Alola Sandern besiegt worden ist. Ja, dann Pikachu. Regel das mal. Mach ihn fertig und dann gehen wir noch zu Erika. Aber erstmal schön heilen gehen. Ich glaube, Erika wird am einfachsten. Sehr wahrscheinlich. Tangela, Giflor, Sarzenia, Bisaflor eventuell. Und mal gucken. Wir haben Major Bob auf jeden Fall besiegt. Und dann sagt er, du hast mich taktisch ausmachen. Manu friert, so ein scheiß Wort wieder versprochen. Ich gewinne wieder Geld und ja, wie er guckt. Ein wahrer Soldat lässt auch im Angesicht einer Liga den Kopf nicht hängen. Diese Lektion habe ich hier in Kanto dank dir verinnerlichen können. Ich habe aber nicht vor, es dabei zu belassen. Wir treffen uns morgen wieder zum Appell. Denkst nur du, ne? Weil ich spiele da wahrscheinlich das Spiel nicht mehr, außer irgendwann. Machen wir nochmal ein Retro-Gaming und können da nochmal einen Livestream zu machen. Müssen wir mal schauen, wie sich mein Kanal entwickelt. Erstmal fliegen wir jetzt nach Prismania City. Pikachu will niesen, aber es klappt einfach nicht. Pikachu, nein, nicht spielen. Ich will. Es schüttelt sich und freut sich wieder. Ich will jetzt zur letzten Arena für heute fliegen. Nämlich hier unten die. Nein, das ist. Nein, da will ich nicht hinfliegen. Da oben die. Ich bin auch bescheuert. Prismania City, ja, genau. Da fliegen wir im nächsten Part hin nach Fuchsania City. Aber erstmal müssen wir das Pokémon Center besuchen und Glurak nach vorne packen. Und dann schauen wir mal, dass das so wird und dass wir es schaffen sollten. Die Verzögerung danach kommt wieder Rizeros nach vorne, weil Bodenattacken ja gegen die Gift-Pokémon gut sind. Come on, geh doch mal da rein, du. Charakter ins Pokémon Center, bitte. Einmal heilen. Bitte. Einmal heilen to go. Nee, nee, das machen wir ja nicht. Und dann. Der letzten 5 Pokémon für diesen Part. Die wir bekämpfen werden. Ich beeile mich auch, ich laufe auch schnell zur Arena. Ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt gerade nicht schnell auf dem Weg dahin. Das ist natürlich falsch, ich habe mich schon verlaufen. Bin ich schon falsch abgebogen? Oder es war richtig? Weil ich da sehr wahrscheinlich oben lang nicht hätte laufen können. Sehr wahrscheinlich. Also war alles korrekt, glaube ich zumindest. Und da eine Sarzenia-Meistertrainerin, aha. Wir müssen noch den langen Weg durch die Arena laufen, um da hinzukommen. Einmal hier außen rum, weil wir können hier nicht lang laufen. Das sah gerade aus, als wäre Erika so eine Pappfigur, die da steht, okay? Und jetzt muss ich noch die scheiß Büsche machen. Das ist natürlich jetzt blöd. Gerade in dem Moment. Durch, durch, durch das Labyrinth. Durch, durch, durch das Labyrinth. Ah, ja. Das ist einfach nur die Büsche in die andere Richtung, damit man, wenn man zu sehr angeschlagen ist, sich heilen kann. Aber wir gehen ja mal straight geradeaus. Ich weiß gar nicht, haben wir uns überhaupt geheilt? Ist schon wieder so lange her. Da ist Erika. Und ich glaube, auf ihrer Karte, was mir gerade so einfällt, ist das das Artwork aus der Arena hier. Gute Frage, nächste Frage. Müsste so sein. Ich hoffe, ich gehe jetzt einfach instinktiv die richtige Seite lang. Das ist halt noch so ein, ja, ein Weg, wo man sich vertun könnte. Und ja, da geht's zurück, da geht's zu Erika. Richtig, da kann man sich auch nochmal vertun, aber ich glaube, man sieht das eigentlich gut, wo es lang geht. So, wir haben jetzt gleich sehr wahrscheinlich die halbe Stunde geknackt. Und dann
ist die Folge jetzt definitiv überzogen, aber wir ziehen noch durch, wir machen das. Und sagen, ach, du bist doch derjenige, der am Pokédex gearbeitet hat, oder? Wie ist es dir seit unserem letzten Treffen ergangen? Du scheinst es ja echt weit gebracht zu haben. Ich muss zugeben, dass ich mich für das Treiben in der Welt da draußen nicht besonders interessiere. Kämpfe sind allerdings ein anderes Thema. Deswegen bist du doch hier, oder? Ja. Du interessierst dich für die Kämpfe, aber du hast halt schlechte Pokémon. In dem Sinne. Weil Pflanzenpokémon nicht so toll sind. Da ist Tangela. Und dann schauen wir mal. Dass wir Flammenwurf hinkriegen und es besiegen. So. Besiegt. Sehr schön. Tangela wurde besiegt. Und dann Kokowai, oh Gott. Flammenwurf drauf. Und ist auch besiegt. Sehr fein, sehr schön. So soll es doch sein, so läuft es doch. Und dann kommt, dann geht es doch noch schnell, das nächste Pokémon. Ich habe nicht mal meine Mega-Entwicklung eingesetzt. Giflor, Satzenia. Und das letzte Pflanzen-Pokémon, eventuell ein Bisaflor. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es ein Bisaflor wird oder nicht. Flammenwurf drauf. Und dann gucken wir mal. Weil Latzinia wird es auch sehr wahrscheinlich haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir haben jetzt halt doch die Folge nicht so krass überzogen, weil wir es doch schnell gemacht haben. Gegen Erika. Ja, Rizora, so also schön, dass du ein Level erlernst. Aber was ist mit unserem guten Freund Dragonir? Das heißt, er wird auf jeden Fall definitiv nicht mehr in der nächsten Folge sich entwickeln, oder? Wir müssen schauen, ob es ganz knapp ausgeht. Weil es sind dann nur noch vier Trainer danach, ne? Und die haben halt auch nicht stärkere Pokémon. Und gefühlt ist es hier nicht gelevelt. Das ist halt irgendwie traurig. Und ja, das heißt, okay, es wird sich definitiv in der nächsten Folge entwickeln. Und Parasect. Ah, okay. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Und das ist halt das, ja, schlechteste Pokémon in Anführungszeichen. Wobei, das Pokémon war ja damals in Pokémon Go mit Solarstrahl gegen die Aquanas als Trainierer perfekt. Weil alle haben halt Aquana in die Arena gesetzt und du hast dann mit Parasect einfach ordentlich trainieren können. So, und dann haben wir Erika besiegt. Dann sagt sie noch was. Einfach wunderbar. Ich würde dir am liebsten gleich 10 Farborbe reichen. Und wir haben es geschafft. Wunderbar. Dann gehe ich noch raus für die Türe, damit wir direkt in der nächsten Folge fliegen können. Wir müssen natürlich nicht heilen. Aber ich packe, damit ich das nicht vergesse, Rizeros nach vorne schon mal. Und dann sage ich danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch natürlich wieder heute gefallen. Und wir sehen uns auch gerne im letzten Part sehr wahrscheinlich wieder und im nächsten Video wieder. Und damit auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.